Meine Geschichte beginnt mit einer Stadt. Eine Stadt, die ich über alles gehasst habe. Dennoch konnte ich sie nie verlassen. Ich wusste nie warum. Und dann fand ich etwas heraus. Ich konnte sie nicht verlassen. Genauso wie die anderen nicht, die in dieser Stadt lebten. Und auch sie konnten diese Stadt nicht leiden. Aber warum? Warum konnten wir diese Stadt nicht verlassen? Das Ganze liegt nur an diesem Mädchen, dieser Hexe. Wie sie genau heißt, wissen wir nicht. Wir sahen sie nie. Aber sie lebt immer bei dem Gillespie Haus. In deren Anwesen spukt es. Es sind Hexen, es sind abscheuliche Menschen. Und genau diese lassen uns leiden. Das dachte ich vielleicht damals. Doch mittlerweile bin ich komplett anderer Meinung. Lasst mich bitte die komplette Geschichte erzählen, so wie sie wirklich ablief. Schon viele Leute sind in unserer Stadt gestorben oder haben abscheuliche Taten vollbracht, wie Morde, Diebstahl. Und allgemein hassen wir uns alle gegenseitig. Aber wir verstanden nie warum. Bis heute. Zumindest ich verstehe es. Es liegt alles an diesem Gillespie-Haus. Nicht wegen der Menschen, nein. Denn vorab gesagt, diese Menschen, die dort angeblich leben sollten, sind schon seit Jahren tot. Dieses Haus wurde auf einem Boden gebaut, wo früher eine Kirche stand. In dieser Kirche wurden so viele Blutopfer gebracht. So viele Menschen haben darunter gelitten. Und ja, der Pfarrer, der für das verantwortlich war, verfluchte die gesamte Stadt bei seiner Hinrichtung. Als das Ganze halt rauskam, man kann sowas halt nicht ewig verbergen. Er verfluchte uns alle. Und wir können seitdem nicht aus dieser Stadt raus. Vollidiot. Und das ist schon seit hunderten von Jahren so. Warum haben wir das nie gemerkt? Nur einmal im Jahr, an einem bestimmten Tag, dürfen wir die Cast Valley verlassen. Ja, die Stadt heißt wirklich Cast Valley. Und jetzt verstehe ich auch warum. Warum hat sich früher niemand dafür interessiert? Oder wurden alle zum Stillschweigen verdonnert? Oder es ist so, dass alle Bürger hier in der Stadt schon seit hunderten von Jahren leben. Als Tote. Und es könnte möglich sein. Denn ich und auch viele andere können sich nicht erinnern zu schlafen oder aufzuwachen oder sonst was. Wir essen und trinken auch nichts. Fällt mir gerade ein. Und das Komischste ist, wir können uns alle an den Tod und die Hinrichtung des Priesters erinnern.